Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 22.09.2020. Das Monat neigt sich dem Ende zu. Heute war Sonja da. Wir waren etwas draußen, haben einen Kaffee getrunken und getratscht. Ich bin jetzt seit knapp einer Woche, morgen wird es eine Woche rauchfrei. Mein Husten ist auch weg. Und das Röcheln. Also mir geht es viel besser. Nur mein Geschmack hat sich verändert. Der Kaffee schmeckt nicht mehr so und das Fanta ist das zuckerfreie Fanta. Schmeckt auch komisch. Und da habe ich zuckerfreies Sprite in meinen Getränkeflaschen. Ich habe immer zwei so Flaschen für die Nacht. Und da habe ich zuckerfreies Sprite drin, weil ich ja Diabetes habe. Und das schmeckt mir besser. Aber die ganze Zeit Sprite trinken kann ich natürlich auch nicht. Jetzt hat mein Vater ein Mineralwasser mit Zitronengeschmack besorgt, ohne Zuckerzusatz und so, um mir Abwechslung zu ermöglichen, was ich so trinke und so. Meine Diabeteswerte sind leider seit Monaten nicht recht gut. Und seit ich Antibiotika dauerhaft nehme, noch viel schlechter. Wir waren letzten Freitag, nein, letzten Montag. Montag? Gestern. Blut abnehmen. Und gestern, ja, Blut abnehmen. Für den Langzeitzucker, ob der recht hoch ist. Und je nachdem müssen wir entweder mit der Hausärztin reden oder auf die Diabetikerambulanz und meinen Zucker neu einstellen lassen, weil ich anscheinend, also meine Bauchspeicheldrüse macht fast gar nichts mehr an Insulinproduktion und ich muss halt schon mehr als 60 Einheiten am Tag spritzen, damit ich überhaupt runterkomme. Und recht gut ist das halt nicht. Und das ist, muss man jetzt mit der Hausärztin oder der Diabetikerambulanz abklären. Auch wenn ich Antibiotika nehme, wie man den Zucker so gering wie möglich hält. Weil das nicht gut für die Gefäße ist und auch die Finger davon taub werden, weil sich die Gefäße verschließen und bei alten Menschen kommt es bei Diabetes dann so Zehenabnahmen, Beinabnahmen und so. Das droht mir noch nicht, aber Langzeitschäden sind halt vorprogrammiert und das wollen wir vermeiden. Und deswegen gehört das wieder kontrolliert. Der Langzeitzucker ändert sich nur alle 3 Monate. Reagiert auf das, wie der Zuckerwert im Blut ist. Und ja, jetzt hat er wieder mal kontrolliert gehört. Am Donnerstag erfahre ich meine Ergebnisse. Heute war Sonja da, ja, habe ich schon erzählt. Und wir haben uns überlegt, ob wir nächste Woche mit Corinna und ihr essen gehen. Am Samstag. Ich muss das noch mit Corinna besprechen. Die kommt am Donnerstag. Aber mal gucken.
Weil Sonja würde mich zum Essen einladen. Weil sie einmal im Jahr mit einer Freundin essen geht und ich noch nie dran war. Ja. Ich muss mir das noch überlegen und bis Donnerstag kann ich ja Corinna fragen. Aber mal schauen. Sonst war es ganz lustig heute. Ich war nicht so müde am Anfang, bin aber dann immer müder geworden. Ich habe gestern noch bis um 2 Uhr morgens Hörbuch gehört und habe es dann abgedreht. Und morgen muss ich wieder aufstehen, also darf ich mir das heute nicht erlauben. Aber das Hörbuch war so spannend. Ich habe von einer Instagramerin eine Empfehlung bekommen für Mind Games. Und das ist ganz spannend, da geht es um Psychopathen. Und ja, war angefangen, das zu hören, habe glaube ich wirklich 3 Stunden gehört. Und heute will ich mir Janet Biedermann Konzert anschauen auf Amazon Prime und dann abdrehen oder Hörbuch hören, weiß ich noch nicht. Sonst gibt's nicht viel Neues. Morgen muss ich wieder aufstehen, wenn die Volkshilfe kommt. Und meine Haare sind eigentlich noch ganz okay sauber. Etwas strähnig, aber es geht. Hat sie gut gewaschen, obwohl ich es gar nicht gedacht hätte. Aber es geht noch halbwegs. Ich bin ganz schön verschwitzt und freue mich aufs Duschen. Heute war es extrem warm. Naja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.